Sie sind das Goldduo, die Beach Boys. Julius Brink und Jonas Reckermann sorgten mit ihrem Olympiasieg für mächtig Euphorie. Bei der Wahl zum Champion des Jahres auf Kreta sind sie einzeln nominiert und somit Konkurrenten. Also sollte er gewinnen, gönne ich ihm natürlich das Schwarz unter den Nägeln nicht. Ist ja klar, das war aber vorher auch schon so. Spaß muss sein, beide bleiben natürlich sportlich fair. Neben Brink und Reckermann sind Siebenkämpferin Lilly Schwarzkopf, die in London Silber gewann, der 16-fache paralympische Medaillengewinner im Skifahren Gerd Schönfelder, Stabhochspringer Björn Otto, der ebenfalls Silber holte, und Diskus-Olympiasieger Robert Harting für den Champion des Jahres nominiert. Knapp 4000 Athleten stimmten online für 5 Kandidaten ab, dazu schlugen die bisherigen Titelträger einen Kandidaten vor. Die Nominierung für den Champion des Jahres kam für Lilly Schwarzkopf, Gerd Schönfelder und Björn Otto, na klar, überraschend. Damit hätte ich gar nicht gerechnet. Also ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Also damit hatte ich das nicht gerechnet. Nach der Überraschung brach die Freude durch. Für die Athleten etwas ganz Besonderes. Allein hier dabei zu sein, ist schon mal ein krönender Abschluss von der ganzen Silbersaison. Und es ging ja mit der Hallen-WM los, dann über die EM, jetzt bis zur Olympia. Jetzt hier dabei zu sein und jetzt hier noch nominiert zu werden, das ist schon ein großes Kino. Ich bin jetzt das 4. Mal überhaupt dabei und es ist jedes Mal eine Traumwoche. Und ja, jetzt überhaupt unter die letzten 6, sind ja jetzt 6 zu sein, es ist schon absolut super und ich freue mich riesig. Eigentlich hätte das jeder verdient, der hier auch ist, nominiert zu werden und eigentlich auch Champion des Jahres zu werden. Ich denke, die auch ebenfalls nominiert wurden, das sind wahnsinnig starke dabei. Bis zur Verleihung am kommenden Freitag ist aber erst einmal Ausspannen angesagt. Im Robinson Club der griechischen Insel gastieren insgesamt 88 Athleten, die sich von einer anstrengenden Saison erholen und ihren Champion des Jahres küren. Wer am Ende die Nase vorn haben wird, steht noch in den Sternen. Alle 6 hätten sich den Titel Champion des Jahres aber zweifellos verdient.